Hier ist der Hobbygärtner. Heute möchte ich euch mal mein Hohlkammergewächshaus präsentieren mit einer richtig tollen Hydroponikanlage. Hydroponischer Anbau in diesem Jahr, ein ganz neues Projekt von mir. Ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich sehr, sehr begeistert davon. Ich habe mir vom GrowStream, ich heiße die Anlage, das neue Hydroponiksystem gekauft. Es sind 4 Stränge, ihr habt 60 Parzellen, also quasi, hier ist der geerntete Salat schon. Ihr seht ja, wie toll der gewachsen ist. Also den habe ich gestern geerntet. Wurzelballen sieht top aus. Das ist rein auf Nährlösung, also Wasserbasis. Ihr braucht keine Erde. Und ich muss sagen, dieses System in diesem Jahr ist richtig klasse. Also ich finde es richtig gut. Ich finde es einfach. Es lässt sich sehr, sehr gut einstellen. Ich nehme übrigens die Zusatzprodukte von Canna. Und ansonsten natürlich, was wichtig ist, ich habe noch eine Osmoseanlage mit nachgerüstet, damit das Wasser schön clean ist. Das Wasser muss halt wirklich rein sein und dann macht ihr eure Zusätze rein und dann gibt es hier solchen tollen Wuchs, ohne damit die Pflanzen irgendwelche Probleme kriegen oder der Wuchs wird beeinträchtigt. Ich habe hier hinten noch einen kleinen GrowStream, das ist der 20er. Wächst auch richtig toll, habe ich ein bisschen gemixt. Ich habe hier ein paar Paprikapflanzen drin, ein paar Salate im Versuch, hier vorne noch die Chilis. Ja, jetzt schauen wir mal. Und noch eine Tomate dazu gesetzt. Also es ist ein bisschen wüst, aber ich muss ehrlich sagen, es wächst richtig klasse. Ich kann ja euch immer zeigen, mal schauen, wie der Wurzelballen schon aussieht. Schaut mal her. Richtig toll. Habe ich auf dem Steinwürfel angesetzt, die Pflanzen, Samen rein, keimen lassen, bis der Keimling soweit ist. Und dann kommt das ins Hydroponiksystem. Also ich finde es richtig toll, damit es sowas auch gibt, muss ich sagen. Und zum hydroponischen Anbau kommt noch viel mehr von mir. Ich wollte es nur mal erwähnen, mit GrowStream da eine richtig tolle Anlage hat, die sehr gut funktioniert, die sich ganz einfach einstellen lässt und wo man einen richtig tollen Anbau mit hinbekommt. Meine Empfehlung, hydroponischer Anbau im Hohlkammergewächshaus funktioniert wirklich gut. Wenn euch mein Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, folgt mir weiter und ja, es wird spannend in diesem Jahr. Danke fürs Zuschauen.